denn die Vorläufe der Damen über die 800 Meter Distanz wurden verschoben. Von 17.35 Uhr Ortszeit, 10 Minuten nach hinten. Also wir können noch nicht damit aufwarten, aber es gibt uns Gelegenheit, die Damen ein wenig näher unter die Lupe zu nehmen im Kugelstoßring. Denn in wenigen Minuten, genauer gesagt in 4, geht's los. Natalia Lisowskaja, haben Sie eben gesehen, das ist eine der ganz großen Favoritinnen aus der UdSSR in dieser Konkurrenz. Nachdem in den letzten 2 Jahren die großen Weiten bei ihr ausgeblieben waren, ist sie in diesem Jahr wieder im Kommen. Und eine heiße Anwärterin auf die Goldmedaille, wenn nicht da auch noch 2 wurfgewaltige, stämmige Damen aus einem anderen Land wären. Nämlich aus China, und das sind Tian Hua Shu und Shihong Huang. Da haben sie die Teilnehmerinnen, 8 jedenfalls, 12 sind's, die den Vorkampf, also die ersten 3 Versuche bestreiten. Und die 3 Kugelstoßerinnen aus der Bundesrepublik, Stefanie Staub, Katrin Neimke und Claudia Losch, sind ebenfalls mit von der Partie. Es gab 1988 18 Athletinnen, die weiter als 20 Meter erreichen konnten. Und in diesem Jahr sind es gerade noch 3. Das sagt doch einiges. Und dabei wollen wir es denn zunächst bewenden lassen zum Wettbewerb. Das ist eine der gewaltigen Chinesinnen, Shihong Huang, vom Gewicht her 100 Kilogramm soll sie auf die Waage bringen. Und das kann man sich vorstellen, wenn man sie sah. Da wird der Ring noch einmal gefegt. Da darf kein Körnchen drin sein. Die Athletinnen haben ja sich schon eingestoßen. Und da ist Stefanie Storb zu sehen. Stefanie Storb, die selbst sagt, es hat ihr sehr, sehr gut getan, dass sie mittlerweile von dem Trainer von Katrin Neimke, dem Magdeburger Klaus Schneider, betreut wird, der immer zu ihr kommt. Sind ja nicht allzu viele Kilometer aus Magdeburg, angestellt bei einem großen Autokonzern in Wolfsburg, nicht allzu schwer zu erraten. Stefanie Storb, und die vor allem eine kleine Verletzung ausgeheilt hat, ihren Arm wieder strecken kann, sagt sie selbst. Und das hat sich schon in der Qualifikation als sehr, sehr positiv herausgestellt. Marina Antoniuk aus der UdSSR haben wir groß im Bild, immerhin 8. der Europameisterschaften, aber von ihrer persönlichen Bestleistung, die sie vor vielen, vielen Jahren aufgestellt hat, auch im Moment einen guten Meter entfernt. Und sie ist eine Spezialistin für ungültige Würfe. In Split bei der Europameisterschaft hatte sie nur einen einzigen gültigen Versuch, den ersten, der führte sie auf den 8. Platz. Der Rest war ungültig. Aber es ist natürlich auch oft so, weil die Athletinnen alles riskieren. Oh, da steckt schon Wucht dahinter. 1,82 ist sie groß, 91 Kilo schwer. Antoniuk aus der UdSSR, gültig knapp über 19. Über ein paar Einzelheiten in der Technik wollen wir uns dann bei den stärkeren Athletinnen, obwohl Antoniuk auch zu möglichen Medaillenkandidatinnen zählen könnte, auslassen. Da wird noch auf die Weite gewartet. Das alles wird elektronisch vermessen. Dunkel geworden, und wie wir hören, gibt es einige Probleme mit der Computergrafik, um hier die Weiten einzublenden. Aber mir scheint es überhaupt Probleme mit der Übermittlung der erzielten Weite zu geben. Während Stefanie Staub hier wartet, sie ist die Nächste, die an der Reihe ist. Aber dazu muss erst einmal der Kampfrichter mit der roten Fahne den Ring freigeben für Stefanie Staub. Und das geschieht wiederum erst, wenn die Weite für Marina Antoniuk korrekt festgestellt ist. Ja, der Wettbewerb, wie wir hören, wird kurz unterbrochen. Das flüstert uns eine freundliche Stimme ins Ohr, in den Kopfhörer. Hiatera aus Mali, 19 Jahre, hat jetzt Stefanie Storb. Erster Versuch. Über die 19 Meter, so 19,40 etwa, und da freut sie sich. Guter Auftakt, das war ihre Absicht, zu Beginn der Konkurrenz einen guten Versuch hinzusetzen. Antoniuk hatte im Übrigen 19,12 Meter. Dass sie am Ende reichen wird, um das Halbfinale zu erreichen.
Katrin Neimke inzwischen 18,81 Meter. Stefanie Staub führt nach drei Athletinnen mit 19,50 Meter. Sie haben vielleicht gehört, Ihr Trainer von Sol wieder nach Hause, weil es keine Akkreditierungsmöglichkeit gab für ihn, Christian Germann. Sie wird jetzt von Kutl Leverköhne, dem Hammerwurf-Trainer, betreut und die Kugel landete da auf der 19-Meter-Linie etwa. Was diese Betreuung betrifft, soll sie zunächst ein bisschen sauer gewesen sein, weil der neue Betreuer noch ein wenig spät zum vereinbarten Treffpunkt kam. Claudia Losch, die in den vergangenen Jahren ja immer wieder hervorragende Resultate erzielte, aber der oft so ein paar Zentimeterchen fehlten, um noch einen Platz besser zu sein. Krankheits- und studienbedingt hat sie in diesem Jahr auf die Hallensaison komplett verzichten müssen. 18,97 Meter, dritter Rang, aber was soll's bei vier Starterinnen. Shu, die Chinesin, Tianhua Shu. Auch eine junge Dame, die schon 20 Meter erzielt hat, jetzt knapp über 19. Also da pendelt man sich jetzt inzwischen ein, so zwischen 19 und 20 Meter und die Weiten jenseits der 20 Meter, die haben schon Seltenheitswert heutzutage. Im letzten Jahr schaffte sie das erstmals, die 20 Meter Marke zu übertreffen. In dieser Saison glückte ihr dies noch nicht, auch heute nicht. Nach ihr Svetla Mitkova aus Bulgarien. Auch sie eine, die drauf und dran war, sogar die 21-Meter-Marke zu übertreffen. Sie haben gesehen, wie das in diesem Jahr aussieht. Tja, das war noch nicht einmal 19 Meter für Mitkova. Mit den zuletzt gezeigten Versuchen hier gewinnt der Stoß von Stefanie Storb an Bedeutung, an Gewicht. Ja, 19,50 Meter die Führung. Da hat sie der Konkurrenz erst einmal schon etwas vorgesetzt. Belzi Laza aus der Karibik, aus Kuba. Wichtige junge Dame, 24 ist sie. Auch der Schrei half da nicht viel. Vor der 19-Meter-Linie kam die Kugel herunter. Aber natürlich ist sie genauso schwer wie die anderen Kugeln, die hier im Wettkampf verwendet werden. Svetlana Kriveljova gilt als das kommende Ass in der UdSSR im Kugelstoßen. Mit 22 Jahren, vor 4 Jahren dritte der Junioren-Europameisterschaft. In Relation gesehen, obwohl ihr die Kugel noch ziemlich über die Hand rutschte, kein schlechter erster Durchgang. Die Führung 19,88 Meter. Wie gesagt, wir lassen uns von den relativ bescheidenen Weiten nicht blenden. Alles ist relativ, wie es so schön heißt. Auch bei der Dame, die wir als nächste sehen, Natalia Lisowskaja, ich sagte es schon, die Weltrekordhalterin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin. In den letzten 2 Jahren nicht in der Verfassung früherer Jahre. Auch ein durchaus guter erster Versuch, auch wenn technisch da bei weitem nicht alles stimmte. Das wird wohl der erste 20-Meter-Versuch gewesen sein.
von Natalia Lisowskaja. 20 Meter und 15. Jetzt ist sie in Führung vor Kreveljova und Stefanie Storb. Im Moment außer dem Kugelstoßen kein weiterer Wettbewerb im Stadion im Gang. Der Enttäuschung für die Amerikaner, dass Meredith Rainey ausgeschieden ist. Stefanie Storb. Schwacher Versuch unter 19 Metern. Oh, da fasst sie sich ein bisschen ans Knie. Sie hatte ja gesundheitliche Probleme in diesem Jahr. Ungültig gemacht den Versuch, der war auch schwach. Ja, zurückzukommen auf die Enttäuschung der Amerikaner. Choyta Clark lief schwach. Meredith Rainey ist mit Sicherheit raus. Das war es nicht, was sich das starke US-Team, zahlenmäßig starke US-Team allgemein, von seinen 800-Meter-Läuferinnen erwartet hat. Heißt die letzte Hoffnung, die Liza Floyd. Die sehen wir im vierten Vorlauf. Und jetzt sehen wir, nachdem wir sie beim ersten Versuch nicht gesehen haben, Katrin Neimke. Ein Wettkampftyp par excellence bei den letzten großen internationalen Veranstaltungen. Im Vorfeld selten, selten hoch gewettet. Dann aber im Wettkampf immer groß da. Wenn ich dann Rom denke, Silber in Seoul, Silber, Bronze bei der EM in Split. Aber selbst die 19-Meter-Marke ist in dieser Saison für sie so eine Art magischer Grenze. Die Chinesin Huang führt vor Lisowskaja und Kreveljova aus der UdSSR. Vierte Stefanie Storb, siebte Claudia Losch, achte Katrin Neimke. Und der achte Platz ist es auch, den man haben muss, um die letzten drei Versuche des Endkampfes noch absolvieren zu können. Die Zwiesprache zwischen Katrin Neimke und Stefanie Storb ist ein markantes Merkmal auch ihrer Trainingsvorbereitung. Wir sahen die beiden, wie so schön heißt, klönend mehrfach an den vergangenen Tagen. Jetzt aber Claudia Losch. Erster Versuch, eigentlich technisch zum Vergessen. Was nun? Oder war besser? Ein bisschen vielleicht doch zu hoch angesetzt, dieser Stoß. Die Kugel flog sehr hoch nach oben. Aber in jedem Fall besser als ihr erster Versuch. Deutlich über die 19 Meter. Könnte immerhin so um Rang 5 bedeuten im Moment. Ja, 1974. Das reicht für Rang 4. Und damit hat sie sich vor Stefanie Storb gesetzt. Claudia Losch, ja, der vierte Rang. Den hat sie schon oft verflucht. Da war sie vierte bei der Weltmeisterschaft in Rom. Da fehlten ihr 3 Zentimeter zur Bronzemedaille. Da war sie vierte bei 2 Europameisterschaften in Stuttgart und in Split. Zuletzt im vergangenen Jahr fehlten ihr 4 Zentimeter, um den dritten Platz zu erreichen. So. Wie Sie deutlich hören konnten, sagt sie zwar zunächst Hu, heißt aber Chu. Denn mit einem Schrei von edelster Qualität betritt sie jedes Mal den Ring. Fünfte, die Chinesin Shu, und das ist ihre Landsfrau, sollte man sagen. Huang, die 20 Meter 64 erzielte und sich damit an die Führung setzte. Den Versuch, den wollten wir Ihnen doch noch zeigen. Führende Position also vor Natalia Lisowskaja. Ein gelungener erster Versuch von Huang, und dabei sind die letzten Versuche gelegentlich ihre Spezialität, wenn wir an den... Das wird schon gereicht haben. So, Natalia Lisowskaja, was hat sie inzwischen? 20 Meter 15, dann einen ungültigen, liegt an zweiter Stelle
hat inzwischen Kriveljova auf den dritten Platz verwiesen. Nadal. So. Kriveljova oder ist es R? Na, den Namen sage ich nochmal. Kriveljova. Und das war einer über 20 Meter, tippe ich mal. 2083 bisher für die Chinesin Huang. 2016, 2015 Lisowskaja und 1988 bisher für sie. Claudia Losch mit 1974 Vierte, Stefanie Storb Sechste, Katrin Neimke Achte. Das ist die Reihenfolge. Und 20 Meter und ein paar Zentimeter für 20 Meter 16, Platz 2. Ein Zentimeter vor Natalia Lisowskaja, jetzt die hochgewachsene Svetlana Kriveljova auf Platz 2. Nur 20 cm unter ihrer persönlichen Bestleistung, die auch schon aufgestellt in diesem Jahr. Also das Wort vom großen Talent war nicht zu hoch gegriffen. Man muss dazu sagen, sie ist die einzige der hier vertretenen 12 Athletinnen im Kugelstoßfinale, die ihre Bestleistung vom Vorjahr in diesem Jahr hat steigern können. So, und jetzt kann sie kontern. Ich wage schon kaum zu sagen, die Weltrekordinhaberin. Von Feina Melnik, der früheren Weltrekordhalterin im Diskuswerfen, gefördert. Jetzt wie eine ältere Schwester geführt. Aber heute läuft das Ganze noch nicht so. Das erinnert mich fast ein bisschen an die Mühen und Qualen, die sie in Stuttgart bei der Europameisterschaft ausstehen musste, als sie dann nicht einmal den Endkampf erreichte. Das wird heute nicht der Fall sein. Aber dennoch, den Titel hatte sie sich zum Ziel gesetzt. Und mit dem Stoß keine Verbesserung. Da bleibt sie Dritte, einen Zentimeter hinter ihrer Teamkollegin. Die führende Chinesin Huang, die immerhin mit 20,83 Meter so weit stieß in dieser Konkurrenz wie noch nie in dieser Saison. Oh, wenn man das so sieht, Dieter, das ist der Kugelblitz dieser Konkurrenz. Ja, ja, nur 1,74 groß, 100 Kilo schwer, ungeheuer explosiv und schnell im Ring. Auch wieder über 20 Meter. Gute Serie, alle drei Versuche, jetzt 2051, vorher 2064 und 2083 jenseits der 20-Meter-Linie. Und mit jedem dieser drei Versuche würde sie in Führung liegen. Und wir haben dort ideale Bedingungen, wie gesagt. Wir bereuen diesen Schritt nicht, also ganz im Gegenteil. Ich bin dort sehr wohl. Prima, dann weiterhin viel Erfolg hier. Wir sehen gerade Stefanie Storb und geben ganz schnell rüber. Danke, Birte. Heike Drechsler sprang übrigens 6,87 Meter, ist auch qualifiziert. Stefanie Storb, tja, das war nicht besser. Das ist jetzt ihr vierter Versuch, 19,50 Meter bisher und Rang 6. Katrin Neimke immer noch mit 18,81 auf Platz 8, aber damit im Endkampf der besten 8. Claudia Losch immer noch Vierte mit 19,74. Und Stefanie Storb, Sie sehen selbst, keine Verbesserung für Sie. Und dabei fing das doch alles so gut an in dem Wettkampf mit 19,50 Meter. Aber die Steigerung fehlt jetzt. Sie hat uns gestern noch erzählt, die Katrin Neimke. Unter die ersten 8 möchte sie kommen, das sei ihr Ziel. Die Ansprüche sind doch etwas bescheidener geworden im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja, wenn man mal Olympia Zweite, Weltmeisterschaft Zweite, Europameisterschaft Dritte war. Und schon über 21 Meter gestoßen hat. Also es ist hier im Stadion inzwischen recht kühl.
Da wurden zwar vorhin noch 24 Grad angegeben, aber es fegte ein bisschen Wind durch die Landschaft. Keine Verbesserung für Katrin Neimke. 18:63 dieser Versuch. Aber für die dann folgenden Langstreckenläufe ist das natürlich nicht schlecht. Und jetzt Claudia Losch. Im Moment trennen sie 41 cm von Rang 3. Aber da müsste sie schon erstmals in dieser Saison die 20-Meter-Marke übertreffen. Eines hat sie immerhin geschafft, wenn sie von Beginn an bei uns mit dabei waren und gehört haben, was sie nach der Qualifikation äußerte. Ziel sei, ihre eigene Jahresbestleistung zu steigern. Dies ist ihr gelungen um 9 cm. Aber was die Ränge in diesem Wettkampf betrifft, keine Verbesserung. Ja, wir machen weiter, hoffentlich nicht mit OWOW. Fehlt eigentlich nur noch irgendwann ein Wechsel zu Puma, dann hätten wir alle durch. Aber Dieter, rasch zum Kugelstoßen. Natalia Lisowskaja. Dritte ist sie. Einen Zentimeter hinter Kreveljova, ihrer Mannschaftskameradin. Oh, ein Urschrei, aber dann geht sie nach vorne über den Ring hinaus. Von der Wucht mitgetragen. Ungültiger Versuch, keine Verbesserung. Ja, jetzt kommt sie wieder. Der Kugelblitz. Werden Sie noch einmal die Zeitluftwiederholung sehen und dass da Lisowskaja sich nicht im Ring halten kann. Da hat sie natürlich alles versucht, um ihre Platzierung noch zu verbessern. Jetzt kommt Shi Hong Huang, die Führende. Hin und her und ganz schnell wieder zu Stefanie Storb. Qualifikation, wie gesagt, Drexler und Tietke bestanden. Von Helga Radke weiß ich es noch nicht. Stefanie Storb quält sich da ab, wieder unter 19 Meter. Dem Gesicht ist alles anzusehen, was sie über diesen Versuch sagen will. 6,91 Meter für Jackie Joyner, damit Qualifikation geschafft. Ja, was ist nur los mit dir, wird sie sich fragen. Die Stefanie Storb, so gut begonnen und dann ging nichts mehr. Im Kugelstoßen. Fünfter Versuch. Die 3000 Meter Läuferinnen sind noch länger auf der Bahn. Das Kugelstoßen ist in der entscheidenden Phase im fünften Durchgang. Und da geht es schon um den Titel. Ja, der war jetzt an die 19 Meter, aber ich glaube nicht, dass sie vom achten Platz damit weggekommen ist. Und Anke Schäning ist noch mit dabei. Das sage ich Ihnen, während wir Claudia Losch sehen. Fünfter Versuch, Kugelstoßen. Ja, 46, 41 cm fehlen. Katrin Neimke hatte 18,83 Meter, ihr bester Versuch. Aber damit kommt sie vom achten Platz nicht weg. Und Claudia Losch über 19. Ja, Moment. Nein, sie hatte schon 19,74. Gar keinen Moment. Tian Hua Shu, schneller Wechsel zum Kugelstoßen. Sie ist immer noch Fünfte. Zwischen Claudia Losch und Stefanie Storb liegt sie. 10 cm hinter Claudia Losch, 14 cm Vorsprung vor Stefanie Storb. Auf Platz 5 die Chinesin. Ja, auch ein Kugelblitz. Nicht ganz so gut wie ihre Landsmännin. Klein, aber oho. Knapp unter 19, keine Verbesserung. Sollten wir uns schenken, jegliche Zeitlupe, und zum Lauf zurückgehen. Danke, Schäning. Verliert, das darf ich Ihnen rasch noch sagen, am Boden. Und den kann Natalia Lisowskaja auch nicht gewinnen, um sich vom dritten Platz weiter nach vorne zu schieben. Stefanie Storb.
liegt immer noch auf Platz 6, keine Veränderung. Und auch das bringt nichts. Und es war ihr sechster und letzter Versuch. Also, Stefanie Storb kommt über den sechsten Platz nicht hinaus. Kann allerdings von Antoniuk aus der Uhr ja nicht überholt werden. Und die hat wieder, wie bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr, den ersten Versuch gültig und dann 5 ungültige. Ich habe es ja gesagt, Katrin Neimke ist 8. Tja, da ist sie. Auch für sie jetzt der letzte Versuch. So, für Katrin Neimke, bisher 18,83, ist der Wettkampf jetzt auch vorüber mit 18,63. Es bleibt also bei 18,83 und sie trieben da ihren Flachs. Das Bild sollten wir nicht vergessen, denn nachdem so viel von Ost und West, wie schwer sie zueinander finden können, die Rede war, das letzte Bild zeugte genau vom Gegenteil. Und die letzte Chance für Claudia Losch, die derzeit Viertplatzierte, vielleicht doch noch eine Medaille zu gewinnen. Es ist alles beim Alten geblieben. Die berühmten 41 Zentimeter liegen dazwischen. Dreimal war sie schon Vierte in solchen Disziplinen und Wettbewerben. Zweimal bei der Europameisterschaft und einmal vor 4 Jahren in Rom. Und das wird es auch diesmal sein, der 4. Platz für Claudia Losch. Eines wollen wir aber festhalten, sie war auch schon sehr häufig Erste, 3-mal Hallen-Europameisterin, 1-mal Hallen-Weltmeisterin. Und wer in einem solchen Wettkampf, nachdem in der Halle ja, ich habe es ja schon erwähnt, krankheitsbedingt und auch berufsbedingt, aufgrund etlicher Prüfungen, die sie in der vergangenen Zeit absolvieren musste, im Rahmen ihrer Ausbildung zur Optikerin, nicht allzu viel gelaufen war, ist ein 4. Rang bei einer Weltmeisterschaft ja wirklich ein super Resultat. Wir wollen nicht ungerecht sein, verwöhnt durch Leistungen in vergangenen Jahren, egal wie zustande gekommen, muss diese Konkurrenz, was das Interesse betrifft, natürlich von vornherein Einbußen in Kauf nehmen. Aber 3 deutsche Kugelstoßerinnen unter den ersten 8 auf den Rängen 4, 6 und 8, das ist ein super Resultat bei einer WM. So, dann haben wir noch mal Tian Hua Shu. Ungültiger Versuch, da hat sie es auch aus dem Ring getragen beim Bemühen, noch einmal alles in diesen Versuch hineinzulegen. Die letzte Chance und die letzte Chance für Kriveljova. Ich dachte mir, nachdem der Name so schwer über deine Zunge läuft, Dieter, probiere ich es mal. Svetlana Kriveljova. Kriveljova. Letzte Chance, sich zu verbessern. Aber das war wohl nichts mit der Verbesserung. Ja, da muss ich jetzt noch ein bisschen zittern, was nach ihr Lisowskaja anstellt. Nee, sie ist ja mit 2016 sowieso Dritte, richtig. Lisowskaja 2029, Huang 2083, nichts mehr wird gezittert. Krivelova ist Dritte. Liegen Natalia Lisowskaja und Huang, die Chinesin. Huang, die Chinesin, muss jetzt vielleicht noch ein bisschen zittern. Yeah. Natalia Lisowskaja. Aber eine gewisse Nervenschwäche dieser Jahr.
aber eine gewisse Nervenschwäche. Natalia Lisowskaja. Aber eine gewisse Nervenschwäche, die sie in den vergangenen Jahren bei solchen Konkurrenzen ganz im Gegensatz zu früher zeigte, war nicht zu leugnen. Sollte das jetzt ausgerechnet im letzten Durchgang anders sein? Immerhin liegen stolze 64 cm zwischen der ersten und der zweiten. Total verkorkst. Die Mimik sagt ja alles. Das heißt, Lisowskaja bleibt Zweite. Und Weltmeisterin wird die Chinesin Shihong Wan, die jetzt den Wettbewerb, die Konkurrenz beenden wird. Gewonnen hat sie schon. Frage, mit welcher Weite? Oh, das war noch mal ein guter Versuch, aber eins möchte ich auch noch sagen. China gehört natürlich auch zu den Ländern, dass sich bisher internationalen Regularien und Bemühungen um kontrollierte Dopingtests nicht anschließen konnte. Damit kann man nichts behaupten, aber man sollte es in diesem Zusammenhang durchaus noch mal erwähnen. Kollegin Kreveljova.